Let's play. So, da sind wir wieder. Wir können uns selbst gar nicht sehen, aber wir sind da. Sind wir da? Wir sind da. Bauen gerade noch ein bisschen auf. So, jeder hat seine Figuren, seine Teile. Prima. Wir spielen jetzt hier Fire and Stone. Also kurz mal hier rein. Das ist ein neues Familienspiel von Klaus-Jürgen Wrede. Knappe Stunde, mal schauen, wie lange wir brauchen. Bin gespannt. 2 bis 4 Spiele drinnen und ab 10 Jahren. Also klassisches Familienspiel. Vielleicht kann man es aber ab 8 Jahren auch schon spielen, wenn wir gleich mal feststellen. Manchmal ist ja mit den Angaben, manche jungen Mitspielenden sind ja ein bisschen weiter als andere, wenn sie mehr spielen. Vielleicht kann man es auch ab 8 Jahren spielen. Was haben wir denn hier? Eine Weltkarte. Die sieht aber irgendwie unbekannt aus. Das ist irgendwie, glaube ich, in Vorzeit. Wir spielen wohl zur Zeit, als der Mensch sich gerade von Afrika ausgehend über die Welt ausbreitet. Genau, also wir befinden uns in der Steinzeit und spielen jeder einen Stamm und wir breiten uns praktisch über die Weltkarte aus und versuchen, möglichst viele Gebiete zu entdecken, unsere Stämme anzusiedeln. Wir gehen auf die Jagd, sammeln Bären ein oder Möhren. Was man in der Steinzeit eben so gegessen hat. Möhren, Äpfel, Pilze. Und ab und zu kommt auch mal Fleisch auf den Tisch. Aber da müsst ihr schon sehr gut mit dem Bogen schießen. Okay. Die genau. Zeit, Fleisch. Haben wir schon das Feuer entdeckt? Doch, das haben wir schon. Das Feuer haben wir entdeckt. Ganz wichtig. Und das spielt auch im Verlauf eine Rolle. Wir können hier mit unseren Männchen, anfangs haben wir ein Männchen, später im Verlauf kriegen wir ein weiteres, über den Spielplan ziehen und decken hier diese Plättchen auf. Mhm. Ziehen ist mal 1 bis 2 Regionen weit. Genau. Gebiete. Ja, Regionen, genau. Gebiete. Und unter den Plättchen können wir dann entweder eine Feuerstelle entdecken, einen Platz, wo wir ein Haus bauen können oder finden eventuell Nahrung. Das ist gut. Und wichtig ist für uns vor allem der Hausbau. Und hier oben sieht man praktisch, je mehr Häuser wir entdecken, umso mehr Gebiete und Länder können wir auch entdecken. Und wenn wir 11 Häuser entdeckt haben, dann endet das Spiel und es wird praktisch ausgerechnet, wer die meisten Punkte erhalten hat. Jeder hat so eine Spezialkarte bei sich, da hat er eine besondere Aufgabe, die kennen natürlich die anderen Mitspieler nicht. Guckt mal jetzt nicht auf den Monitor. Das muss ich also erfüllen. Schauen wir mal. Und die kommt am Ende zum Tragen und da wird dann nochmal errechnet, wer da die meisten Punkte gemacht hat. Okay, also wir breiten uns aus, wir sammeln das, was unter den Plättchen ist, bauen hier Siedlungen von unserem Stamm. Jetzt haben wir hier neben noch, sehe ich, da sind so Säcke abgebildet und da habe ich irgendwie 2 Plätze, wo ich irgendwas ablegen kann, aber da sind noch irgendwie so offene Plätze. Was passiert da? Genau, damit vergrößerst du praktisch deinen Rucksack, also kannst dann mehr an Nahrung tragen. Okay. Das heißt, und Nahrung brauche ich ja dann, um später siedeln zu können, glaube ich. Ne? Genau. Ja. Gut. Reicht mal für den Anfang. Den Rest erklären wir im Spiel. Wir wollen auch gar nicht jetzt zu viel vorwegnehmen dann eben, sondern manches passiert dann erst während des Spiels. Das sieht man hier auch, es sind verschiedene Regionen mit 1, 2, 3 abgebildet, mit römisch 1, 2, 3. Wir können, glaube ich, am Anfang nur in dieser ersten Region unterwegs sein. Genau. Wir breiten uns ja langsam aus. Wir können ja nicht plötzlich von Afrika aus nach Australien. Ja, oder nach Südamerika ziehen. Das also die Schiffsreise haben wir noch nicht entdeckt. Genau, aktuell können wir über Land dann eben und Schiffsreise nicht, vor allem nicht über die Fernschiffsreise. Also klar, die Menschen sind nach Australien dann auch auf den Seeweg gekommen, aber immer entlang der Küste dann halt auch mit recht aus heutiger Sicht primitiven Schiffen. Aber das war eben zu dieser Zeit, zu der wir jetzt gerade starten, noch gar nicht wirklich so entdeckt oder erfunden. Wir sind froh, dass wir Feuer haben, was schon ein großer Fortschritt war damals. Ja, wer fängt denn an? Ich glaube, die Jüngste. Okay. Vor allem die Jüngste. Nicht die oder der Jüngste, sondern die Jüngste, okay. Ich komme da leider nicht dran. Kannst du mich mal auf das Feld über uns stellen, links? Na klar, Hanna. Hier. Ich bin rot, aber ja. Du bist rot, ich bin wieder gelb. Ja, geil. Hierhin? Ja. Wirklich? Ja. Und dann decke ich für dich auf. Ja, bitte. Mal kurz mal hinlegen, was das hier gerade ist. Feuer. Feuer. Ja. Dann kriege ich schon mal einen Punkt. Wenn du was, weil du Feuer entdeckt hast, bekommst du direkt einfach einen Siegpunkt. Ja. Siegpunkt. Nee. Rot, okay. Netter Versuch, aber. Okay, wir starten noch an der Feuerstelle. Es hat noch eine Bewandtnis, glaube ich. Ja. Ich komme aber gleich noch zu. Jetzt haben wir schon hier Feuerstelle und noch eine Feuerstelle.
Jetzt geht's im Uhrzeigersinn. Ja. Hoffentlich, dann bist du dran, Eva. Gut, ich würde einfach mal hier nebendran ziehen. Ja. Und da finde ich Nahrung. Ja, hätte ich jetzt gerne genommen, Pilze. Nahrung kann ich sammeln, muss ich aber nicht. Ich kann die auch liegen lassen. Und das würde ich in dem Fall auch machen, weil ich sammle zurzeit Möhren und Nüsse. Mm. Und die Pilze bringen mir von daher gar nichts. Sag ich euch mal, ich habe hier so ein Tableau. Da kann Nahrung gesammelt werden. Das ist genau hier. Ich habe hier schon so einen Marker liegen hier für Äpfel und für Pilze. Und ich kann in der Reihe dann hier weitere Äpfel sammeln und hier weitere Pilze. Und dadurch bekomme ich dann Vorteile, also Karten später im Spiel. Aber ich kann jetzt hier etwa keine Nüsse oder sowas hinlegen, sondern es muss dann sortenreine Äpfel sein. Und das ist genau das, was du hast. Du sammelst nur genau. Nüsse im Moment und hast jetzt gerade Pilze gefunden. Das ist nicht so gut. Das heißt, du lässt die da liegen, diesen Marker da liegen. Kannst aber trotzdem was machen. Du bekommst aber Nahrungswürfel, oder? Genau. Ich bekomme hier so einen orangenen Nahrungswürfel. Habe ich sogar zwei? Genau, zwei. Und die kommen dann direkt auch hier in meinen Rucksack rein. Und ich habe jetzt hier auch nur zwei Slots frei. Also mehr geht bei mir auch gar nicht. Mehr kann ich nicht tragen. Okay. Das war's? Gut. Ja. Dann bin ich dran. Ich könnte jetzt auf das Nahrungsfeld gehen, dann könnte ich mir den Pilz schnappen direkt, ne? Ja. Das mache ich auch. Moment, jetzt haben wir hier noch so Karten. Jetzt haben wir hier noch so Karten liegen. Vielleicht kann man die mal in die Kamera. Das ist, wenn ich mir jetzt so einen Pilz nehme, schreite ich hier auf meiner Leiste, die ich gerade gezeigt habe, voran und dann dürfte ich mir eine Karte aussuchen. Genau. Und die Karten haben unterschiedliche Fähigkeiten, die sie mir dann eben verleihen. Also das zum Beispiel, ich kann mich auf dem Seeweg bewegen. Das ist sehr gut, glaube ich. Deine Speer dürfen sich auch über Seewege bewegen. Oder Pfeil und Bogen. Immer wenn du ein Tierplättchen nimmst, erhalte eine Nahrung. Ah, ist auch gut. Pfeil und Bogen. Könnte ich mir auch aussuchen. Oder Transportschlitten. Deine Speer dürfen sich bis zu 3 Gebiete weit bewegen. Eigentlich ja nur 1 bis 2. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Vielleicht, das ist jetzt so meine Idee, lasse ich euch einfach zurück. Ihr könnt euch da zu zweit dann um die Gebiete, in denen ihr seid, dann kloppen und ich reise wo ganz woanders hin. Ich mache das und zwar, ich gehe auf dieses Feld, nehme mir die Pilze, die lege ich hier ab. Da habe ich jetzt 2 gesammelt und dafür darf ich mir jetzt eine Karte aussuchen. Ich kann mir immer so eine Karte nehmen, die mir eine Sonderfähigkeit gibt oder ich kann so eine Siegpunktkarte nehmen, ne? Genau, ja. Aber die Siegpunktkarte kannst du aber erst nehmen, wenn du auch so eine Karte gesammelt hast und die Siegpunktkarte zerstört praktisch diese Karte nochmal. Das heißt, ich decke die Fähigkeit ab, dann habe ich nicht mehr diese Fähigkeit, mich bis zu 3 Felder weit zu bewegen, das ist blöd, aber ich habe diese 4 Siegpunkte mir gesichert. Und wir haben ja diesen Stapel hier mit Siegpunkten, von dem ich nehmen kann. Und dann sieht man auch schon, die ganz unten, das ist nur 1 Siegpunkt. Das heißt, wer da schnell sammelt, bekommt halt mehr Siegpunkte. Aber der deckt auch seine Fähigkeiten ab, die halt auch was Gutes haben auf jeden Fall. Also erstmal möchte ich es natürlich nutzen. So, ich habe jetzt diese Karte hier. Komme ich hin, gefällt mir. Transportschlitten, das ist cool. Dann wird hier auch eine neue aufgedeckt. Dann haben wir wieder eine Auslage von 3 von diesen Kärtchen. Noch ein Transportschlitten. Muss man sich gar nicht hier drum kloppen. Das war mein Zug. Hanna, du bist dran. Wohin darf ich meine Figur bewegen? Ich würde mal zwei nach oben gehen, und zwar nach Osten. Neben den See, genau. Also da, wo ungefähr heute Äthiopien, Eritrea liegt. So? Ja. Ein Apfel. Den sammle ich aber nicht. Den würde ich mal liegen lassen. Okay, Apfel sammelst du nicht? Nee, ich sammle Pilze und Möhren im Moment. Pilze und Möhren, okay. Gut, ich rück wieder nur 1 nach vorne und kann direkt ein Haus bauen. Oder eine Siedlung, also genau. Ein Stamm quasi halt. Ja, du hast wahrscheinlich wird es erstmal so ein Zeltlager werden. Aufgedeckt hier? Ein Zeltlager, genau, richtig. Tief, so wahrscheinlich mit irgendwelchen Tierhäuten und überspannt. Genau. Hast du da entdeckt? Das heißt, dieser Marker, der kommt jetzt hier oben auf die Leiste. Wenn die ja voll ist, endet das Spiel. Und wir haben noch so Zwischenschritte, da passiert dann immer was. Und du stellst jetzt da eins von deinen Häuschen genau, hin. Genau, und das erste ist auch kostenlos. Also ich muss noch keine Nahrung dafür bezahlen. Achso, wenn ich da jetzt auch reinziehe und auch da was bauen möchte, muss ich... Zahlst du Nahrung. Hättest du, wie ist es, wenn du 2 Häuser da gebaut hast? Und ich dann dachte, zahlst du 2 Nahrung. Okay. Und es gibt dir direkt einen Siegpunkt oder erst am Ende des Spiels? Hier wird das gerechnet? Am Ende des Spiels. Jede Siedlung 1 Siegpunkt. Genau.
kurz auf meine Siegbedingungen da gucken. Nicht Siegbedingungen, aber das, was mir noch zusätzlich... Nee, okay, ist alles gut. Dann bin ich dran. Mhm. So, ich lasse euch, glaube ich, mal irgendwo... Ich kann ja jetzt auch über den Seeweg reisen. Nein, habe ich gar nicht genommen. Mist. Das ist auch schön. Ich glaube, ich gehe... Das ist gut, es gibt mir eine Option. Ich springe mal hier hin. Er denkt nach. Mhm. Hier hin. Pilze! Sehr, sehr gut. Du hast auch so ein Trüffelschwein dabei, das dir ich hilft. Ich bin das Trüffelschwein, genau. Das seht ihr nämlich hier. Das ist mein Tableau. Ich habe schon zwei Pilze gesammelt. Jetzt habe ich noch so ein Plättchen aufgedeckt. Jetzt kann ich die oben hinlegen und darf mir wieder eine Karte aussuchen, die mir eine besondere Fähigkeit gibt oder so eine Siegpunktkarte. Und danach werden die alle abgelegt und ich kann wieder von vorne anfangen, das aufzufüllen. Ich nehme, glaube ich, noch keine Siegpunktkarte, weil ich diese Fähigkeit jetzt noch aktuell sehr, sehr gut finde. Ich nehme halt den zweiten Transportschlitten weg. Nee, das geht nicht. Du kannst jeder nur einmal nehmen. Das hast du jetzt ausgedacht? Nee. Du kannst so viel haben, wie du möchtest, aber du kannst jeder nur einmal haben. Steht das wirklich in der Spielregel drin? Ja. Auch wenn die abgedeckt sind, darfst du die nicht nochmal nehmen. Du bist jetzt zwei Wochen bei Pegasus, hat mir gesagt, dass du nicht lügen darfst. Echt jetzt? Das wäre nämlich schön, um das wegzunehmen. Dann über Seeweg oder Pfeil und Bogen. Immer wenn du ein Tierplättchen nimmst. Das sind die Tierplättchen? Ja, genau. Erhalte ich automatisch eine Nahrung noch dazu. Zusätzlich zu dem, was... Achso, nee, ich bekomme eine Nahrung. Ja, das nehme ich, glaube ich. Weil das brauche ich nicht, man ist ja eh schon mobil. Ich glaube, ich nehme mal den Pfeil und den Bogen, dann habe ich auch was zum Abdecken. Die Fähigkeit finde ich gut. Ich glaube, du kriegst auch direkt noch Nahrung, kann das sein? Da steht ja sofort Nahrung drauf. Das ist so eine Besonderheit bei bestimmten Karten und die erhältst du dann auch direkt. Sofort nach. Das finde ich super gut. Damit ist dein Rucksack dann auch voll. Perfekt. Ja, mega guter Zug, kann man mal festhalten. Und da wird neu aufgedeckt. Nochmal der Schiffbau. Hatten gemischt? Ich. Okay. Mir ist aufgefallen, ich habe noch einen Fehler gemacht. Ich muss nämlich, sobald ich eine Siedlung gebaut habe, wieder zurück zu einer Feuerstelle, um mich während des Bau nochmal aufzuwärmen. Und dann kann ich wieder weiterziehen. Das ist aber jetzt natürlich noch ganz gut für dich. Ja. Weil die Feuerstelle direkt um die Ecke ist. Wenn hier schon viel erkundet wäre und die Feuerstelle wäre nur hier unten noch keine aufgedeckt, dann wäre das ein weiter Weg hoch. Was ist denn, kurze Zwischenfrage, wir decken hier immer weiter Plättchen auf, nehmen uns das, was drunter ist. Was ist denn, wenn man auf dem Feld landet, auf dem nichts mehr ist? Also hier bekommst du dann immer eine Nahrung. Ach so, eine Nahrung. Die ist jetzt auch aufgedeckt, deswegen ist das Symbol da ab. Wenn das Plättchen weg ist und man kommt auf ein Feld, das leer ist, also auf dem kein Plättchen mehr liegt, dann bekommt man trotzdem eine Nahrung. Okay, alles klar. So, du hast deinen Zug noch nachgeholt. Ich war ja fertig. Hanna? Ich würde mal zurückgehen zu der Hütte und auch eine Hütte bauen. Hätte ich das auch tun sollen? Dafür gebe ich dann eine Nahrung ab, weil da ja eine Hütte schon steht. Ja, setz dich für dich hin. Und ach, das ist bestimmt so eine muss ich ja auch zum Feuer zurück. Zu dem Feuer? Ich würde mich Eva da mal anschließen. Zu dem Feuer? Ja. Okay, fertig? Ja. Ich mache das gleich. Ich gehe hier nochmal hin. Gebe zwei Nahrungen dafür ab. Habt ihr irgendwie eine... Und baue da noch meine Hütte drauf. Wir gründen dann eine Statt. Ja. Also, mal fürs Protokoll, um das jetzt mal festzuhalten. Ihr beide habt schon mal gespielt. Das ist meine erste Partie. Man merkt offenbar, irgendwas ist hier im Gange. Ihr habt irgendwie... Wir haben uns abgesprochen. Wir haben den ersten Geheimbund jetzt geschlossen. Wir machen nämlich die Siedlungsstrategie, da hat er keine Chance. Super, okay, gehe ich da jetzt auch rein? Nee, ich glaube nicht. Also man muss ja auch mal auf sein geheimes Ziel raufgehen. Nee. Ich bewege mich. Ich habe eine Idee. Bewege mich einfach hier hin. Könnt ihr hier den Bereich abgrasen? Und decke. Dann nehme ich den schönen Apfel. Moment. Ist berührt geführt oder wie ist jetzt die Sachlage? Hast du es gesehen? Nee, das Plättchen habe ich nicht gesehen. Ja, dann ist okay, würde ich sagen. Weil ich habe einen Apfel. Ich könnte natürlich jetzt auf den Apfel gehen. Apfel ist ein schönes Wort. Ich gehe auf den Apfel. Das ist gut. Die muss ich abräumen übrigens, oder? Die drei Pilze halt, ja. Die kommen einfach beiseite. Genau. Dann kannst du da eine neue Sammlung starten. Das ist mein zweiter Apfel und ich nehme hier so eine 4-Siegpunktkarte. Und decke damit die Fähigkeit von Pfeil und Bogen ab. Da bekomme ich
Nahrung, wenn ich Tierplättchen nehme. Im Moment bin ich mit der Nahrung ganz gut aufgestellt. Mein Rucksack ist voll mit Nahrung. Deswegen machen wir das so. Da muss ich wahrscheinlich darüber auf die an Siegpunkte gelangen, wenn ihr mit den, Häusern da irgendwas macht. Keine Ahnung. Anna, du bist. Ja, ich würde einfach mal eins nach oben gehen. Ich bleib rot. Da am Meer. Ja, oder da? Nee, da am Meer. Am Meer? Genau. Ein Wald. Ein Wald? Hannas Stamm hat einen Wald entdeckt. Wow. Wald. Wald. Was passiert beim Wald? Hat man noch nicht. Bleibt das liegen? Das bleibt liegen, genau. Okay. Und dann müsstest du mir mal den ersten Tierplättchenstapel angeben. Ist dieser hier? Weil da darf ich mir jetzt eins aussuchen. Ihr guckt jetzt mal gerade weg, weil ihr wisst nicht, was das ist. Ich zeige das nur mal gerade für die Zuschauenden. Ich sehe es auch nicht wirklich. So, und da bekommt man dann Nahrung oder Beutel, mit denen man dann mehr Nahrung einpacken kann. Du nimmst dir, also das ist klar, du nimmst dir jetzt eine Sache raus, wahrscheinlich das Beste, und lässt die anderen zwei zurück. Das heißt, wenn wir drauf kommen, wissen wir schon mal, es ist vielleicht nicht. Wobei, es kann ja auch sein, dass auf einem Plättchen viel Nahrung ist und du nimmst es nicht, weil dein Rucksack voll ist. Die Sache ist die, man kriegt die Nahrung auch nicht direkt oder den Rucksacksblatt, sondern muss das Tier, das man da erlegt hat, erst über dem Feuer rösten und kann dann die Sachen dafür einlösen. Es ergibt völlig Sinn. Das Feuer ist wirklich wichtig. Ich hatte Menschwerdung stark beigetragen, weil der Rohfleischverzehr natürlich nicht so gut ist, wie das Fleisch zuzubereiten, dann eben weil Enzyme anders verwertet werden können und natürlich auch Bakterien, Viren und andere Dinge abgetötet werden können. Das ist ja klar. Und die Haltbarmachung natürlich auch. So. Ach so, die Tierplättchen kommen neben den Wald. Entschuldigung, natürlich auf das Waldfeld. Ja, genau. Feuer ist wichtig, bietet Schutz, Wärme. Ich bewege mich mal hier auf das. Du kannst über den Seeweg? Nee, aber ich würde hier oben rüber gehen. Ja, okay. Nein, ja, ich hab's. Und hier? Was ist das? Da sieht man auch schon, ich bekomme einen zusätzlichen Platz in meinem Rucksack. Einfach und so? Eine Nahrung. Okay. Wie sehen die? Die Rucksackplättchen, die haben so einen kleinen Rucksack. Ja. Und das kommt dann einfach da rein, genau. Das legt man in sein Tableau. Und dann noch eine Nahrung. Ist auch richtig gut. So, ich bin dran. Ich habe mir eben einen Apfel genommen. War das hier mal? Nicht so eine Idee. Wald. Wald. Wald ist gut. Ich suche mir was aus. Boah, das ist stark. Ich gucke. Boah, oder? Das ist natürlich gut. Gibt mir einen, aber vier Nahrung. Kann ich nur eine Nahrung von verwerten? Drei würden einfach verfallen. Ich nehme mal das hier, das ist gut. Gibt mir keine Nahrung, aber zwei. Ich nehme das, da kann ich auch laut reden. Ich weiß eh, zwei Rucksackplätze. Ja, das kann ich sofort einsetzen. Das kommt hier praktisch hin. Und wenn du da auf ein Feuer kommst oder falls du wieder runterwanderst. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Kann ich hier beliebig viele von den Plättchen. Ja, und die kannst du auch alle auf einem Feuer braten. Das Tier brate ich und dann gibt es mir Rucksackplätze. Nein, natürlich. Das Leder, was du davon abziehst. Genau, und dann mache ich mir einen schicken Rucksack eben draus. Nicht sofort. Ich brauche gerade keine Nahrung, ne? Weil ich gehe da oben lang und könnte potenziell eher Sachen entdecken und Häuser bauen. Ihr seid ja erstmal da unten. Das heißt, da müsstet ihr Nahrung. Ist egal. Du bist an der Reihe. Ich habe eine Idee. Ich würde wieder zu dem See zurückgehen, also so schräg nach rechts. Mal gucken. Hier hin? Ja. Das aufdecken? Genau. Feuer. Noch ein Punkt. Okay, dann könnte ich ja überlegen. Ach so, ja, natürlich. Ja. Du hast ja so ein, warum solltest du es auf? Ach so, weil es vielleicht Nahrung ist? Nee, ich lasse das mal noch liegen. Das heißt, du hast in deinem Plättchen wahrscheinlich mehr Nahrung, als du aktuell unterbringen kannst und es würde Nahrung verfallen. Genau, das könnte sein. Ja, klar. Ich würde einfach eins nach oben. Hütte, schon wieder. Du deckst alle Hütten auf hier, oder? Das war mal bei einer letzten Partie genauso. Okay. Und ich gehe zu dem Feuer hier. Ach stimmt, man muss ja zum Feuer zurück. Ah, das ist natürlich dann clever. Klar, man baut eine Hütte, geht zum Feuer, dann kann man die Sachen da verarbeiten. Alles klar, hab's verstanden. Ich gehe mal hier weiter hoch. Ja, mach da nur Sachen. Möhrchen. Boah, ich hätte gerne lieber einen Apfel gehabt. Also jetzt trittst du natürlich in Konkurrenzkampf mit meinem Stamm. Ich habe auch noch Möhren. Ganz schön. Ja, lecker Möhrchen. Fertig. Gut, dann würde ich mal eins nach oben gehen. Hierhin? Ja.
Pilz. Pilz aber auch gut für dich. Ja, Pilz ist gut. Dann kann ich mir auch eine Karte aussuchen. Ja, ja, genau. Du hast zwei Pilze jetzt aktuell und einmal Möhrchen. Ja. Und darfst jetzt was aussuchen? Ich glaube, ich würde tatsächlich auch mal den Transportschlitten nehmen. Mist, das finde ich nicht so geil. nicht so gut, weil... Jetzt kriegst du Konkurrenz da oben. Ja, ja, genau, da oben. Das ist ein bisschen... Wir haben jetzt eine neue Karte, den Fischfang. Wenn du die drunter legen möchtest. Ach so, natürlich. Ja, okay. Immer wenn du neben einem See Nahrung erhältst, erhalte eine Nahrung zusätzlich. Und es gibt sofort auch zwei Nahrung. Das ist auch eine gute Karte. Ja. Fischfang. Muss man auch erstmal entdecken. Da ist so ein Fisch im Wasser, wie kriegt man den? Schwierig mit den Händen. Ich bin dran. Nee, ich bin noch dran. Zuerst. War ein Versuch. Dann gehe ich mal hier hin. Dann habt ihr auch alles abgegrast. Und Nüsse, die nehme ich natürlich. Nüsse, welche Nüsse? Diese Sesshaftigkeit wird sich nicht durchsetzen. Wir sind mobil, hochmobil. Wir laufen die ganze Zeit nur. Wir sind nur am Laufen. Noch haben wir keine wirkliche Sesshaftigkeit. Das sind ja nur temporäre Siedlungen. Ich glaube, zu dieser Zeit, klar, man hatte auch mal ein Camp gehabt, da war man das als Jägersammler schon umhergezogen, Tierherden auch gefolgt oder dann auch jahreszeitenbedingt in andere Gebiete gewandert. Also ich würde mich für den Schiffsbau entscheiden und darf dann ab sofort auch Seewege nutzen. Ätzend. Das heißt, du könntest zum Beispiel gleich hier hingehen, dann dahin und dann darüber. Nee, da noch nicht, weil noch, wir das noch, zweite noch, Gebiet noch nicht, noch aber nicht wenn das erschlossen wird, genau. Dann wäre so deine Möglichkeit, die du hast, hier rüber zu hier und dann ja. Kannst du hier so Dinge machen, wo aber wir gar nicht hinkommen. Mein Plan ist erstmal, dir hier den Weg abzuschneiden. Hä? Verstehe ich nicht. Weil ich hier das über den See rüber kann. Weg abschneiden. Jetzt wird's gleich. Es gibt ja keinen direkten Konflikt, es ist ein Familienspiel. Ich bin dran aber jetzt. Ja. Ja. Jetzt kommen sie alle hoch, wo ich bin. Das finde ich gar nicht gut. Wo stehst du? Da oder hier? Hier war das? Wo? Ich glaube schon, ja. Sicher? Hier? Nicht sicher. Nee, hier warst du. Hier ja, warst okay. Du. Passt schon. Passt schon, hier warst du. Hier warst du. Ich weiß, wo du warst. Möhren, perfekt. Die Möhrenstrategie wird verfolgt. Fischfang, immer wenn du ein Tierplättchen nimmst. Es gibt mir alles sofort Nahrung, die ich hier nicht so wirklich verwerten kann. Schiffbau. Will ich jetzt ganz schnell. Schiff und Transportschlitten. Anna. Oder? Habe ich erst vergessen? Ja. Nee, ich habe ein Schiff vorgenommen. Ne? Hier, ich kann jetzt auch über Seewege wandern. Ich kann bis zu drei Gebiete weit über See. Ich bin quasi, mein Stamm kommt überall hin. Wir werden nach Australien gehen. So, ich kann ja jetzt auch drei Felder laufen. Das Feld links neben dir, komme ich da hin? Ich sehe das von hier aus nicht so gut. Nee, knapp nicht. Tut mir leid. Eins, zwei. Ach, dahin? Ja. Sicher? Ja. Möhren. Oh, okay. Bleibt nicht mehr viel für dich übrig, Eva. Ja, ich merke schon. Haben wir in der neuen Welt keine Möhren? Doch. Na gut, Möhren an sich. Also die hier abgebildete Möhre ist, ich bin jetzt aber kein Biologe, ich bin nur halbwissender klassischer Archäologe, ist, glaube ich, in einer wirklich spät kultivierten Form, in einer recht modernen Form. Ich glaube, die Möhren oder das, was später mal zu Möhren geworden ist, sah damals ein bisschen anders aus. Aber der Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall höher. So, ich habe mir jetzt Pfeil und Bogen genommen und würde zwei Essen kriegen. Aber mit einem Essen ist mein Rucksack ja schon voll. Ja, ist doof, also kriege ich nur eins. Ja, ist echt blöd, ne? Und wir haben hier jetzt den Ackerbau. Immer wenn du ein Sammelplättchen liegen lässt, erhältst du eine Nahrung zusätzlich. Also das ging jetzt ganz kurz nochmal, das ging jetzt fix. Wir haben uns quasi von Afrika ausgehend ausgebreitet. Mhm. Die ersten in Afrika nachgewiesenen Menschen, zur Gattung Homo gehörend, vor 2,5 Millionen Jahren. Ich glaube, die Sesshaftigkeit wirklich des Ackerbaus, da sind wir aber schon in der Jungsteinzeit. Wir haben jetzt ganz schnell etwa 2,4 irgendwas Millionen Jahre überbrückt. Das sind hier meine Siedlungen. Da findet der Ackerbau statt. Das ist keine historische Simulation. du hast dir das jetzt genommen und bist fertig dann, ne? Genau. Eva. Dann reise ich mal weiter hier hoch. Ja. Da bist du jetzt in Portugal angekommen. Im heutigen Portugal. Und? Oh Mann! Sowas hätte ich auch gerne. Ich bekomme wieder eine Nahrung und ein Plättchen in meinem Das ist so, Rucksack. So gut.
so gut, von jedem etwas zu bekommen. Fertig. Genau. So, was brauche ich jetzt? Apfel oder Möhren? Ich hatte das Spiel vorher aufgebaut und weiß, wo was liegt. Nüffe. Ah, damit kann ich nichts anfangen gerade. Ist ein toter Zug wirklich gerade? Ja. Du kriegst nicht mal die Nahrung dafür. Ja, genau. Dö-dö. Okay, Hanna, du bist dran. Ich würde mal über dich gehen. Hier oben? Ja. Was ist das denn? Das ist ja schon Russland, ne? Hier mal Finnland. Feuer! Wer? Also Hanna entdeckt immer Feuer, ich die Häuser. Willst du irgendwie was? Nee. Hast du eben schon nicht gewollt dann. Eva? Gut, ich würde eins nach oben. Hier? Hier? Genau da. Hier? Ja. Was ist denn das? Norwegen, Schweden, ne? Die Ecke. Ja. Kommt gleich, ne? Mit Ansage. Ihr habt das doch eben aufgebaut. Ich war das dahin. Kann man sich bei so einem Familienspiel so ärgern. Und dann würde ich zu Hanna zum Feuer. Ja, ganz toll. Und plötzlich seid ihr wieder alle bei mir. Fertig? Aber das Hausplättchen kommt jetzt da oben hin und dann dürfen wir nämlich auch in die zweite Region. Ah, jetzt dürfen wir hier in dieses Gebiet rein. Okay. Genau. Ich bin dran. Ich gehe einfach mal. Sprich ihn nicht an. Schon wieder Wald. Nee, das kommt jetzt aus dem zweiten Gebiet, Schärpe. Ist das besser? Ich glaube, sie sind recht ähnlich. Die werden alle vorher gemischt. Ja, nett. Na. Jetzt wäre es gut, einfach mal so eine Hütte zu bauen, dann kommt man automatisch zum Feuer, dann kann man das umwandeln. Das wäre richtig gut. Du bist dran. Und die zwei Blättchen noch zu dem Wald. Nein. Ja, weiß jemand ganz genau. Okay, danke. Wo willst du hin? Ich würde einfach mal eins nach rechts gehen. So über die Grenze. Hier? Ja. Wald. Ach. Mal was Neues? Nein. Nein? Ah, ich habe noch diese Viech, das habe ich ja total nicht. Das war auf jeden Fall eine bessere Auswahl als eben. Total vergessen, aber ich bin ja irgendwie noch nicht dazu gekommen, nur eine Siedlung zu bauen. Mal schauen. Gut, ich würde dann mal hier hingehen. Hab einen Apfel. Der bringt mir nichts. Yes! Mein Apfel. Den lasse ich hier also da liegen. Hey, Precious. Und würde mir zwei Nahrung dafür nehmen. Die passen auch noch gut in meinen Rucksack rein. Ja, du hast ja deinen riesen Rucksack. Da bin ich schon ein bisschen neidisch drauf, muss ich sagen. Ich bin dran? Ja. Ja. Gut. Apfel. So. Was mache ich? Nehme mir nochmal so eine Siegpunktkarte. Das waren auch die letzten 4 Punkte da. Und damit decke ich mal einfach meinen Schiffsbau ab, weil ich denke, die Mobilität durch den Transportschlitten, dass ich 3 Gebiete weit ziehen darf mit meiner Figur, reicht mir einfach, sage ich jetzt mal so. Ist, wenn die 3 wieder abgeräumt, kommen einfach zur Seite, ne? Genau, wie eben auch schon. Und das war schon. Ja. Ja. Doch. Hanna. Gut. Also da rechts ist mir zu viel los. Genau. Aber ich glaube, ich gehe mal zurück nach Europa. Nee, so nach unten unter das Feuer. Du meinst das hier? Ja, genau. Nüsse. Nüsse bringen mich. Ja, deswegen doch. Entschuldigung, aber deswegen doch. Hey. Ich krieg auch keine Nahrung mehr. Nein, eben, das ist das Witz. Das war aber bei mir ja eben nicht. Auch, ja, ich hätte auch so einen toten Zug mit Nüssen gehabt. Die Nüsse sind nicht beliebt diesmal. Naja, es lohnt sich ja schon fast wieder. Eva sammelt Nüsse. Ja, ich sammle Nüsse. Richtig hinzugehen und, okay, du bist dann dran. Willst du dir Nüsse sammeln? Nö. Okay. Das Unbekannte lockt einfach, oder? Genau, würde mal hier runtergehen und hab dann Apfel.
Den brauche ich nicht. Nee, ich kann aber auch keine zwei Nahrung aufnehmen. Also mache ich einfach nichts. Hättest du mal die Nüsse geholt? Ja, hättest du mal die Nüsse genommen. Achso, ist schon wieder meine. Muss ich dahin gehen? Eigentlich muss ich. Was sind denn hier? Ich sehe ja nicht so gut. Wo sind denn hier Wälder? Ah, natürlich. Was ist Peters Ziel? Was ist dein Problem? Es ist ja nichts aufgedruckt, das sind ja die Plättchen. Das können wir auch rausschneiden, das ist ja zum Glück nicht live. Oh mein Gott. Lass mal, ich habe Angst vor mir selbst. Ich gehe mal. Einfach hier hin. Möhren. Möhren. So, das ist meine dritte Möhre und ich darf mir wieder so eine Karte nehmen und ich nehme mir diesmal. Fischfang oder Ackerbau? Oder eine Punktekarte? Dann verlierst du aber deinen Transportschlitten. Eine Punktekarte jetzt noch nicht. Ich nehme erstmal, weil da gibt es ja auch zwei drei, oder mehrere Dreier wahrscheinlich. Das ist dann, da muss ich gar nicht. Immer wenn du neben einem See Nahrung erhältst, erhalte eine Nahrung zusätzlich. Oder immer wenn du ein Sammelplättchen liegen lässt. Das war in eurem Fall das mit den Nüssen, ne, das Beispiel. Mhm. Aber Nahrung. Ich habe, nehme mal den Acker. Nehme mal den Ackerbau. Den Ackerbau nehme ich mir. Vielleicht, um mich allein abdecken zu können dann. Gut, und dann bin ich fertig. Ja. Ich gehe einfach mal eins nach unten wieder. Ich erkunde da jetzt noch ein bisschen. Wald. Ach. Das ist Wald aus dem ersten Gebiet. Ja. Bitte schön, Wald. Danke. Ich habe noch keinen. Ich würde gerne mal ein Dorf entdecken. Das wird so viele Sachen auslösen bei mir. Dorf entdecken, zum Feuer gehen. Tiere verbrennen und Rucksäcke draus schnitzen. Wohin? Runter? Runter. Nee, einfach deswegen schon nicht. Da geh ich runter. Das ist mir doch egal. Und da darf das nicht wahr sein. Ey, komm, ihr habt euch doch irgendwie abgesprochen, als ich mit Nadine eben noch die Highlights abgesprochen habe, habt ihr doch die Sachen irgendwie hingelegt. Ja, ich leg's hin. Ich leg's hin. Da okay. Oben hin und das. Problem ist jetzt, es gibt hier noch nicht viel Feuer in der Nähe, das heißt, ich muss hier ganz zurück. Oh Mann. Aber dann kann ich ja doch meinen Plan hier unten weiter fortsetzen. Ich kann trotzdem hingehen, kann eine Hütte da errichten, muss zum Feuer zurück, ne? Ja. Das ist nicht gut. Mach ich das? Kann ich auch gleich noch machen. Ich gehe erstmal weiter. Das Problem ist mit dieser Nahrung. Nee, das ist nicht gut. Ich vergeude hier Dinge, glaube ich. Mein Rucksack ist voll. Ich muss irgendwie drankommen. Du kannst jetzt auch zum Wald gehen und dir so ein Plättchen. Ich muss wieder die Möhren abräumen. Ich vergesse das immer. So ein Plättchen. Mhm. Oder du gehst. Und da kriegst du ja tendenziell Nahrung und Rucksackplätze. Ja, nee, ich müsste eigentlich zum Feuer. Das ist, glaube ich, so das, was gerade passiert. Dann. Wenn ich es gibt ja auch Siegpunkte, ne? Ja. Ich gebe jetzt eine Nahrung aus und baue da jetzt auch so ein Häuschen hin. Das ist mein erstes Häuschen, ja. Und gehe zurück zum Feuer und kann jetzt die umwandeln. Ja. Und, oh Wunder, das sind drei Rucksackplätze und eine Nahrung. Und das ist cool. Die kommen einfach beiseite dann, oder? Ja. Das ist echt gut. So, eins, zwei, drei, zack. Gut, das war ein guter Move, glaube ich. Du bist dran. Ich komme auch mal zu euch da zum Feuer. Dann können wir da so eine Lagerfeuerparty machen. Ja, cool. Was haben wir denn hier? Wir sind in Europa, da hat sich ja dann auch parallel zu den verschiedenen Menschengattungen dann auch der Neandertaler entwickelt vielleicht. Ich wandle jetzt erstmal ein von meinem Plättchen hier Neandertaler auf anderem. Damit mein Rucksack endlich mal größer wird. Ja, okay. Wie viel hast du? Zwei? Ja. Und dann noch Nahrung. Gut. Okay, Eva, du bist dran. Ich war noch gar nicht auf so einem Waldfeld und tendenziell mag ich Wald aber ganz gerne, deswegen gehe ich da mal gucken. Aber du hast so viele Rucksackplätze schon und Nahrung. Was machst du damit? Kann man eigentlich, wenn man auf einem anderen Gebiet ist, nur ein Gebäude bauen, oder? Oder kann ich, wenn ich viel Nahrung abgebe, auch mehrere gleichzeitig bauen? Nee, du kannst immer nur ein Gebäude. Okay. So, ich würde gern
ob ich Nüffe sammle. Ich. Ahnung nicht. Ich gehe mal. Ich geh mal hier hin. Ich hab Bock drauf. Oh Mann. Ein Wald? Okay. Dann haben wir bald schon alle Wälder. Nein? Ja, hab's verstanden. Du bist dran? Ich würde mal zwei nach unten gehen. Also hier? Unten, genau. Was ist denn das arabische Halbinsel? Hä, was ist das? Oh, die Höhle. Okay, was passiert jetzt? Jetzt gucken wir uns die Höhlenkarte an, die wird vorher zufällig gezogen. Es gibt einen Stapel mit Höhlenkarten, genau, quasi, und dann ist immer eine nur im Spiel, oder wie? Genau. Okay. Und was haben wir da? Das Höhlenplättchen bleibt, glaube ich, da liegen. Ja, manchmal hat es dann noch Auswirkungen. Okay. Ja. Ah, okay. Pferde. Genau. Betrittst du mit deinem Speer das Höhlengebiet, das bist du dann, darfst du ihn sofort bis zu 3 weitere Schritte bewegen. Du darfst dann die Aktion des Gebietes durchführen, auf dem er stehen bleibt. Ah, das ist wie so ein Katapult, was ein. Also, ein Pferde, okay. Irgendwo hinschießt, dann darf man da. Also, man geht erst da drauf und dann wird man nochmal weiter geschleudert. Genau, das können wir ab jetzt. Alle machen die auf die. Und das darfst du das auch schon machen direkt? Also, du bist, also ich würde jetzt mal sagen, ja. Ja, okay. Wo möchtest du hinziehen? Ich würde mal auf das Feuer da unten laufen. Hier? Ja. Hä? Was ist deine. Was machst du? Okay, und jetzt noch irgendwas? Nee, ich bleib da stehen. Okay, Eva? Also ich laufe wieder hier zur nächsten Siedlung. Und würde dafür 2 Nahrung ein Häuschen bauen. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt schon so kleine Gebäude hochziehe. Nüffe, du bist. Ich würde dann mal zu dieser Siedlung da gehen. Hier? Genau, und gebe meine 3 Nahrung ab. Ja. Und baue da auch noch ein Häuschen. Okay. Soll ich das zu deinem roten Häuschen stellen, oder? Das ist egal. Das ist egal. Ja. Nur so, also wir, vielleicht, weiß ich nicht, wie monkig ihr seid. Okay, dann Eva. Ich ziehe mal hier weiter runter. Äpfel. Und dann Möhren, das passt mir gut. Wir haben hier vergessen, eine neue Karte aufzuziehen. Ja, oh ja. Das hätte für mich alles geändert. Du darfst 2 Nahrung auf diese Karte, auf dieser Karte lagern. Okay, es sind 2. Das ist auch eine gute Karte, ja. Eigentlich. Das nehme ich mir auch. Noch ein Beutel. Super gemischt. Ja, Dankeschön. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja. Oh, Nüffe. Ich gehe da mal ganz. Jetzt verfolge ich die Nuff-Strategie. Beim Fischfang oder Beutel? Wie viele, darf ich hier gucken, wie viele von diesen 3er Siegpunkten noch da so drauf sind? Wow, sehr viele. Sehr viele. Dann nehme ich den Fischfang. Fischfang. So, fertig. Okay, ich würde gern zurück auf das Feuer gehen. Wo ich eben war. Und dann verarbeite ich mein eines Tier. Und zwar zu einem Beutel und 4 Nahrung. Und gehst gleich wieder rüber. Und das lässt dich das Spiel gewinnen? Wir werden sehen. Okay. Okay. Das ist der frühzeitliche Pendler. Oder die frühzeitliche Pendlerin zwischen Feuer und Arbeit. Also irgendwo offenbar hier. Infrastruktur, Gewerbegebiet oder sowas. Friedberg Ost. Und das Feuer ist dein Heim. Okay. Eva? Und ich arbeite mit hier unten weiter vor und habe auch ein Feuer entdeckt. Das heißt, hinten auf der Punkteliste bekomme ich auch mal einen Punkt. Blau. Ich habe nur 3 Farben und ich habe Probleme. Und ich würde dann auch direkt mein Tier auf dem Feuer klar, rüsten natürlich. Und krieg dafür 3 Nahrung. Nimm wieder 3 Nahrung. Entschuldigung. Auch was cool. Ich habe jetzt einfach, glaube ich, das war mit den Nüssen nicht clever. Das war nicht clever. Jetzt gehe ich 1, 2, 3. Ein Wald! Ah, das ist gut. Das ist der dritte. Der andere. Aber ist auch egal. Theoretisch. Das ist nicht schlecht.
okay. Ja. Daneben habe ich gelernt. Fertig. Ja, ich werde zurück zu den Häusern gehen und noch ein Haus bauen. Ich bin gespannt, was das am Ende des Spiels bringt. Also ja, Siegpunkte auf jeden Fall. Für Mehrheiten und irgendwelche tolle Karten. Du hast wahrscheinlich irgendwie... Ich habe mir diese Karten ja mal kurz angeguckt, dass du am See irgendwie was bauen musst. Ah, das bringt dann... das bringt richtig viel, glaube ich. Ja, okay. Pennst du jetzt hin und her oder machst du noch was anderes? Na, erstmal Eva. Ach so, ich muss zurück zum Feuer. Zum Feuer. Genau. Da könntest du vielleicht was, warum hast du dir jetzt noch einen Wald? Warst du nicht gerade beim Feuer? Oder? Ja, aber ich hatte drei Tiere. Du hast nicht alles umgebracht. Genau. Okay. Weil deine Plätze eben und okay, ja. Dann ist wahrscheinlich sowas mit 4 oder 5 Nahrung, würde ich jetzt mal vermuten. Eva. Ich würde einfach mal hier hingehen. Ja, das ist doch genau. Und dann habe ich ein Haus. Wo war das? Hier? Du darfst keins draufsetzen. Das war einfach. Ich will halt aber auch das mal so oben hinlegen. Oben hin und es passiert was. Genau. Da ist irgendwie so ein Sonderfeld, was jetzt, was heißt es? Unsere Späher kommen jetzt ins Spiel. Also jeder hat jetzt 2 Späher. Ah, okay. Cool, das beschleunigt sich jetzt ein bisschen. Und wo kommen die denn, also wo setzen wir die jetzt ein? Auf dem Gebiet, wo wir uns befinden, auf eine Feuerstelle. Also ihr bei 2 und ich bei 1. Ich hier? Genau. Ich würde zu dem Feuer da oben gehen. Ist das das? Wo nee, ganz oben, dass die ein bisschen getrennt sind. Und du auch hier, ne? Oder ich überlege, musst du nicht? Ich... Ach, es geht ja auch da unten, ja. Ne? Wir müssen zuerst einsetzen. Oh, jetzt habe ich eine Regelfrage gestellt. Ich denke, der das aufdeckt. Ja. Also Eva. Dann nehme ich meine Figur noch erstmal. Eva, nehme ich meine Figur erstmal runter. Ich würde dann aber, glaube ich, hier das Feuer nutzen. Und nicht da oben das. Mit dem kann ich ja jetzt auch schon ziehen oder kann ich erst in der nächsten Runde mit 2 ziehen? Sofort, das weiß ich nicht. Oh, haben wir. Oh. Zügen mit den beiden Spielern nacheinander die Bewegung und die Aktion ihres Gebietes durchführen. Also ab jetzt. Okay. Gut, dann wandere ich hier mit meinem Schiffsbau mal rüber. Deckt das hier auf, das sind Pilze. Also ich muss ich jetzt sofort setzen? Also ja. Alle setzen, okay. Okay. Und du bleibst ja da, wo du hingesetzt hast, ne? Okay. Also Pilze lasse ich liegen, ich kann mir dafür aber noch eine Nahrung nehmen. Mhm. Und bin dann aber auch voll. Okay, jetzt kann ich mit beiden Figuren was machen, ne? Ja. So, ich gehe jetzt mal... planlos hier runter. Oh, Feuer. Ja. Feuer ist okay, ein Siegpunkt. Ich kann jetzt hier was machen. Und zwar, ich bekomme 2 Plätze für meinen Rucksack. Yes, jetzt aber. Und 3 Nahrung bitte. Mhm. Das Problem ist Siedlungen. Das Problem ist Siedlung. So, und jetzt kann mit der anderen Figur auch noch was machen. Es ist so Mist. Jetzt kann ich hier reingehen. Kann 2 ausgeben. 3. Stehen muss ich schon 3 Häuser für da. Für mein eigenes Haus muss ich auch. Ja. Die möchten ja auch was zu essen haben. Gehe ich hier hin, gebe erstmal nur eine ab und stelle da ein Haus hin, so, ne? Ja. Okay, machen wir das erstmal so. Fertig. Okay, ich würde mit dem oberen mal 1 nach rechts auf den Wald gehen. Okay, die beiden dir anschauen? Genau. Das war eine einfache Entscheidung. Ich darf nicht drunter. Da geht eh keiner mehr hin, glaube ich. Oder wird das am Ende so... Was mache ich denn mit dem anderen? Der kommt nirgendwo hin da unten, oder? Der Pendler? Hast du Schiffsfahrt? Nee. Der kann eigentlich nur da unten hin und her laufen, ja. Aber sonst nicht viel. Dann hast du halt einen Läufer und einer, der neue Ressourcen fürs Laufen. Dann gehe ich mit dem mal auf den Wald da unten. Schadet ja nicht. Hier hin? Ja. Ich
geht voll auf die Häuser. Es ist offenbar wirklich eine gute Strategie. Wir werden sehen am Ende. Oder? Ja. Ja. Ich würde hier mit dem mal eins weiter runter. Warum bist du jetzt auch und da dann auf Ach komm, echt jetzt, das ist doch das vierte Haus oder so, was du aufdeckst. Ich weiß nicht, ich glaube, du schon alle mal aufgedeckt. Alle? Und dann brauche ich natürlich auch. Also ich muss sagen, bisher gefällt es mir sehr gut. Ich verstehe das wirklich nicht, ich verstehe das nicht. Ah, du hast da noch eine Figur, ich verstehe das nicht. Hiermit gehe ich mal hier weiter. Und da ist schon wieder Pilze. Die brauche ich aber nicht, die lasse ich auch liegen, aber mein Rucksack ist voll, deswegen kriege ich auch keine Nahrung. Da eine Siedlung! Tudum. Vielleicht ein Tusch oder sowas. Und jetzt wir waren einfach alle aber Sprachen. Aber auf Feuer zurück, ne? Ja, und das hätte ich hier auch gemusst. Ja. Ich setze mich schnell mal dazu. Genau, bitte darauf achten. Ne? In Zukunft ein bisschen. Und da oben. Der hat sich unterwegs verlaufen gehabt, der kam nicht. Hier hin. Ein Apfel. Das war's. Okay. Ich würde mit dem oberen mal hier hingehen. Hier hin? Ja. Ich kann ja drei laufen. Warte mal. Ich habe ja auch einen Transportschlitten. Zwei, drei hier hin. Genau. Mal da. Ah, ein Haus. Ein Haus. Dann stelle ich da doch direkt mal ein Haus hin. Nicht alle auf das eine Feld. Nur war fast, so, nur fast das alle. War so ein Trigger irgendwie. Alle dahin. und dann muss ich jetzt zum Feuer zurück. Ich würde mal auf das Feuer da unten gehen. Mit dem hier natürlich, genau. Mit dem du aufs Haus gegangen bist. Der andere hat so viel gebaut, irgendwie erwartet man das jetzt schon. Ja, ja, genau. Geh mal auf den anderen Wald da in der Mitte. Da? Ja. Ja, das passt. So, das Spiel endet in Dach 3, Häuser, die aufgedeckt werden müssen, oder? Genau. Versiegelung. So, fertig. Dann decke ich mal hier oben weiter auf. Nüsse sammle ich. Sehr gut. Dann nehme ich mir den Lehmbau und ab der vierten Hütte in einem Gebiet zahlst du beim Bauen eine Nahrung weniger. Krass. Das ist gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Eva die Stadt weiter ausbauen will. Ja, möglich. So. Irgendwann ist das Feld voll. Und die zweite Figur von dir? Dann würde ich mal hier rüberziehen. Das nervt mich richtig, dass da unten plötzlich jemand ist. Das sind wieder Nüsse. Dann fange ich mal neu an zu sammeln. Das ist echt so. Fertig? Ja. Sehr, sehr schön. Lass ich dir da unten einfach jetzt den Rest. Wo sind die Ländergrenzen? Alles schwer ein. Nee, ich gehe einmal noch hier hin. Ah, Nüsse, sehr gut. Nehme ich mal schon mal so eine Siegpunktkarte. Oder halt. Was wurde denn da aufgedeckt? Pflanzenkunde. Zählt als drittes Sammellager. Ah, damit könnte ich dann parallel zu, was weiß ich, eben habe ich ja Nüsse und Äpfel gesammelt, dann könnte ich da parallel noch Möhren. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch dauert. Ich nehme erst noch mal so eine Siegpunktkarte.
decke ab, den Fisch fangen. Ich behalte mir noch den Ackerbau. Das war der unten. Dann habe ich da oben noch den. Der geht... hier hoch. Möhren. Möhrchen. Okay, gut. Fertig. Ich glaube, ich komme sogar dran diesmal. Feuer. Das ist vierte Feuer, was du aufgedeckt hast übrigens. Ja, ich. Wir haben das aufgeteilt, Eva, die Häuser, ich die Feuer. Und ich bekomme die Möhrchen oder was? Super. Ich glaube, du machst einiges mit deinen Punktekarten. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was ihr mit den Hütten da sammelt. Ja, die Hütten geben erstmal nur einen Punkt. Aber dann auch mit Mehrheiten, mit den Karten, die ihr da habt. Am Ende wird das so sein, ja, das wird bestimmt ganz knapp. Und dann, das kenne ich ja von solchen Abrechnungen immer. Wenn jemand wie ich so rumnölt, dass er keine Schnitter hat, weil, das kann weg übrigens. Ja, das. Etc. Und die anderen sagen, nee, das wird noch, du machst damit auch ganz viele Punkte. Und dann kommt die Abrechnung und sagt, ja, okay, hast recht gehabt. Mit dem anderen würde ich mal auf das eine Unerkundete gehen. Das bist du? Gehen, genau. Mit dem anderen und hierhin? Ja. Eine Hütte! Ja, klar! Ich dachte schon Feuer. Stage 3. Gib mir mal eine Hütte von dir. Oh ja. Die kommt da hin und du musst auf dem Feuer. Ja, auf das obere bitte. Was da? Ich verlasse mal meinen Platz da unten. Okay, ich fahre. Gut, ich gehe erstmal hier und baue für eine Nahrung eine Hütte. Das finde ich nicht gut. Ja, da geht es offenbar um Mehrheiten und sowas. Gehe hier zurück zum Feuer. Ja. Dann würde ich hier... mal hier so mit meiner Schiffsfahrt rüberfahren und erstmal hier bleiben. Okay. Und Nahrung kann ich mir nicht nehmen. Doch, Nahrung doch, kann ich mir nicht nehmen. Nehmen. Kannst du dir nehmen. Wir sind ein Familienspiel, wir sind Freunde. Weil ich auch bin, du hast den Beutel frei. Fertig? Dann. Ja. Es lockt. Ich nehme es einfach. Pilze. Durch den Ackerbau, immer wenn du ein Sammelplättchen liegen lässt, erhalte eine Nahrung zusätzlich. Das heißt, oder du hast doch hier so ein neues Deck noch zusätzlich, wo du noch eine dritte Sache sammeln kannst, oder? Nee, das habe ich mir nicht genommen. So, das habe ich mir nicht genommen. Ihr habt Siegpunkte genommen. Das wäre hier die Pflanzenkunde gewesen. Das wäre richtig gut, habe ich aber nicht. Das heißt, was bekomme ich, wenn ich das jetzt nicht nehme, bekomme ich zwei Nahrung? Ja, zwei und dann plus eins für drei. Den Ackerbau. Genau. Okay, das war okay. Hat immerhin komplett meinen Rucksack gefüllt. Vielleicht müsste ich jetzt eigentlich auch mal auf Siedlung gehen, oder? Ja. Auf der anderen Seite habe ich einen Plan. Und wer könnte mir denn jetzt hier gefährlich werden eigentlich in der Runde? Ich müsste was damit machen. Ich... Du kannst jetzt auch schon das dritte Gebiet reisen. Ich weiß. Lenk ihn nicht ab. Er traut sich nicht. Ich habe das Spiel vor vielen Jahren mit Hunter und Kron und Michael Palm Queen Domino gespielt und habe immer sehr lange gebraucht für meine Züge. Ziemlich lange. Und ich habe nachgedacht und ich weiß nicht, wer mich da angesprochen hat. Ich glaube, es war Kron. Und dann ist ihm Johannes also von ins Wort gefallen. Sprich ihn nicht an! Und ich, was wollte ich jetzt nochmal machen? Nein! Nein. Ihr seid alle auf diese Hütten so aus. Das Problem ist, diese Karte ist mies. Wirklich, also für meine Zwecke, das Sammeln ist aber auch, das ist voll. Das ist blöd, wenn ich jetzt wieder auf Nahrung, ich muss jetzt mal was ausgeben. Ich gehe jetzt mal hier rein. Und gebe drei aus. Und kann dann nochmal gelb reinbauen. Gut, fertig. Okay. Ich würde mit dem da hinten. Das ist der hier? Genau, mal drei nach rechts laufen. Der bleibt stehen? Nee, der läuft. Zwei, drei? Quasi, genau. Okay. Und mit dem anderen.
Darf ich dich darauf hinweisen, dass du eine Nahrung bekommst? Ja, gerne. Genau, war ja ein freies Feld, also auf dem kein Plätzchen liegt, dann bekommt man ja eine Nahrung. Genau, und mit meinem Pilz hole ich mir jetzt mal noch 3 Siegpunkte. Mhm. Das war's, oder? Halt, hast du eine Figur bewegt? Ich habe beide bewegt. Beide, okay. Dann bist du dran. Gucken, ob wir es noch schaffen. Wir haben noch 8 Minuten. Das ist möglich. Wir sind noch 2 Hütten vom Spielende entfernt. Eva muss einfach noch 2 Hütten aufnehmen. Genau. Und dann 2 Figuren, 2 Hütten, passt. Dann wird abgerechnet. Die Frage ist halt, ob man das will. Also, will man immer die Hütten aufdecken? Man weiß es aber auch nicht, ob man sie aufdeckt. Eva, was machst du? Ja, das ist die gute Frage. Ich glaube, ich gehe hier lass dir ruhig mal Zeit hin. Offenbar habe ich dich bei dir irgendwas gestört. Das gefällt mir jetzt schon. Ich weiß schon, was ich jetzt gleich mache. Das triggert mich. Sorry, das triggert mich einfach so, weil ich weiß, ich habe nicht etwas getan, was du nicht möchtest. Geh wieder zurück zum Feuer. Mhm. Das ist da unten das mein heißt, Plan. Ich brauche Nahrung, damit ich dann nochmal reinbauen kann. Bist du eigentlich zurück zum Feuer gegangen eben? Ich? Ja. Nein. Hast du nicht aufgebaut? Hierhin, ne? Ich lasse mir aussuchen, ja, du aber ich würde da hingehen. Halt, hier ist auch ein Feuer, ne? Ja. Ich gehe hier. Sonst stehen wir nicht auf dem Sepp. Hat keinen. Ist egal. Ist egal. Gut aufgepasst. Wir passen aufeinander auf. So, dann gehe ich mit der Schiffsfahrt hier rüber in die Höhle. Lässt dich katapultieren. Lass mich katapultieren. Fuck, das erste Katapult. Wir kommen auf diese Insel da hinten. Grad. Also wie der erste Architekt der Menschheitsgeschichte das Katapult baut und einfach jemanden rüberschießt. Und dann würde ich hier. Kannst du über was? Du hast Schiffsbau, ja. Und. Warum? Was ist das Problem mit mir? Was ist dein Problem mit mir? Was ist dein Problem das mit mir? Das hängt gar nicht so stark mit dir zusammen. Überall, wo ich was habe, baust du auch was rein. Oder umgekehrt. Aber warum? Was ist das? Bist du fertig? Also, ja, dann gehe ich wieder Feuer zum Feuer zurückgehen, zurück. Genau. Boah, das riecht, das jetzt ist Krieg. Und so ist der erste Krieg der Menschheit entstanden. Also ich möchte eine freundliche Siedlung hier aufbauen. Dein Haus ist viel größer als mein Haus. Die haben 2 Häuser da drüben, wir wollen auch 2 Häuser haben. Und schon ging's los. Toll, danke. So, mir was einfallen lassen. Hier kann ich dich wieder, dafür reicht meine Nahrung noch aus. Ich gehe hier hin und baue für 2 ja. Ein Haus. Und dann gehe ich zum Feuer. Ja. Aber zu welchem? Ja. Ich gehe zu diesem Feuer. Das ist gut. Das ist gutes Feuer. So, ist die Frage, ob ich dich jetzt nochmal da oben ärgere. Ja, irgendwas hast du vor und ich muss es also hier ärgere quasi. Oder ob ich mir noch Zeit lasse und ich erstmal sammeln gehe. Ich gehe erstmal sammeln. Eine Hütte! Guckt. Aha. So, eine Hütte. Ding, fertig. Halt, zum Feuer. Ich hab's verstanden. Ein Siegpunkt? Nee. Nein. Da kam Kritik aus der Technik. Nennen wir sie beim Namen. Geben wir den Namen Julia. Dass ich angeblich vergessen habe, ihm einen Siegpunkt zu geben. Habe ich aber nicht. Gibt's nur bei Feuer. Ich hätte ihn mir. Ja, okay, sorry. Ja, klar. Nee, ist ja schon ein Siegpunkt durch die Hütte eigentlich. Das wäre so echt stark. Du bist dran. Ich würde mit dem hinteren mal zu den 2 Hütten gehen. Das ist der hier? Genau. Wo sind die 2 Hütten? Die hier? Nee, die direkt daneben von Eva und mir. Ah, okay. Dann würde ich 2 Nahrung abgeben und dann noch eine Hütte bauen. Mhm. Und dann auf das Feuer da unten gehen. Mhm. Und mit dem hier baue ich hier mal noch eine Hütte. Ich meine, klar, man kann nur da Hütten bauen, wo halt schon Hütten sind. Aber warum? Was habe ich euch getan? Dein Praktikum hat erst angefangen. Das werden lange 6 Monate. Denk mal drüber nach. Wirklich lange. Ich freute mich mal hier unten aus. Und hab Nüsse gefunden, das trifft sich ganz gut. Und ich würde einfach mir mal so ein paar Siegpunkte ja. nehmen.
Wie viele Dreier sind noch da? Der gierige Blick. Der gierige Blick. Dann gehe ich hier zur Hütte, gebe einen aus und baue noch eine Hütte drauf. Okay. Feuer. Bist du fertig? Ja, ich glaube, ich nehme aber nicht das Feuer, ich nehme das Feuer. Gierig. Ich gehe mal hier auf den Apfel. So, nehmen wir hier noch diese drei. Ja, danach kommen noch die Zweier-Siegpunkte. Das muss jetzt sein. Ist ja, ob ich jetzt eine Hütte baue oder dann den nehme, der etwas mehr gibt, also der drei statt zwei gibt. Und mit der zweiten Figur, wieso bin ich da oben? Ach, wegen Feuer. Warum bin ich da oben? Ach, wegen Feuer. Gehe ich... hier hin. Ah, Pilze. Das gibt zwei Nahrung dann. Ja. Ackerbau habe ich abgedeckt. Clever. Okay, fertig. Gut, dann gehe ich mal hier hin, gebe meine letzte Nahrung aus und baue noch eine Hütte. Und mit dem anderen... Können Sie es noch schaffen. Jetzt einfach aus dem Bauch heraus spielen. Denk nicht so viel nach. Denk nicht so viel nach. Einfach. Eine Hütte. Ende. Sofort? Wie endet das Spiel? Nee, damit ist der letzte Zug praktisch eingeläutet. Das heißt, wir beide kämen noch einmal an die Reihe. Und dann ist Ende? Ja. Krass. Entschuldigung, das ging jetzt schneller als gedacht. Achso, ich muss noch zum Feuer. Aber dann bin ich durch. Gut, ich kann nicht so viel machen, weil ich keine Nahrung mehr habe. Und es liegen auch im Moment nur Pilze rum, von denen ich sicher sein kann. Deswegen würde ich mich mal hier hin bewegen. Mhm, gucken, ob da noch vielleicht was Tolles drunter ist. Zum Beispiel eine Möhre. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Manche sagen, ich bin ein schlechter Mitspieler. Wie kommt dann das? Ich mir wenigstens noch zwei. Warum wohl, ja, genau. Und hier ist jetzt komplett sinnlos. Ja, geht einfach mal die Hütten hier besuchen. Okay, das heißt jetzt mein letzter Zug. Und der letzte Zug des ganzen gesamten Spiels. Jetzt muss ich nachdenken. Es kann jetzt, die folgende Sendung verschiebt sich um voraussichtlich 15 Minuten. Nein. Aber was mache ich? Es wäre jetzt gut, noch einen Apfel zu finden oder eine Möhre. Aber das ist ja, da liegt nichts offen. Das heißt, es ist jetzt einfach, es ist ein bisschen Glück, damit ich mir noch hier eine Siegpunktkarte drauflegen kann. Weil ansonsten, die bringen am Ende des Spiels nichts hier, diese Karten, oder? Nee, also wir haben einen Spieleffekt natürlich halt mit der Fähigkeit unten, aber ich muss Siegpunkte drauflegen, damit die irgendwas bringen. Ja. Also gehen wir noch auf Erkundungstour. Wo kann ich Mehrheiten kaputt machen? Halt! Und jetzt? Drei bringt mir nichts. Okay, kann diese Figur noch irgendeinen guten Move machen? Wo steht die überhaupt? Da oder da? Da, ne? Eins, zwei, drei. Aber was bringt mir denn die Mehrheit? Da hast du ja auch schon die Mehrheit. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, genau, was bringt mir denn die Mehrheit? Die Mehrheit bringt dir erstmal nicht so viel. Eben, genau. Für meine Karte werden wir ja gleich sehen, was sie bringt. Also eigentlich noch einen Punkt, wenn du noch eine Hütte baust. Aber ja, genau. Also mit dem kann ich hier oder hier einfach eine Hütte bauen, das ist ein Siegpunkt. Jetzt versuche ich eigentlich, ich muss erstmal einen Apfel oder eine Möhre, wäre noch wirklich gut für die zwei Siegpunkte. Das bin nicht ich, genau. Das war nur ein Test. Na, Nüsse! Scheiße. Gibt zwei Nahrung. Neue Optionen eröffnet. Ja. Eins, zwei, drei. Jetzt kann ich für fünf da ein Haus reinbauen, ne? Ja. Das mache ich. Ich weiß nicht, vielleicht verhindere ich halt irgendwas. Keine Ahnung. Ich muss sagen, ich bin ja schon froh, dass du nicht hier noch ein Haus gebaut hast. Ja, das hätte mir persönlich besser gefallen, wenn du da warst. Ich glaube, nämlich Hannah muss auf Mehrheiten gehen. Wieso? Du auch vielleicht? Ich weiß nicht. Nee, ich muss nicht auf Mehrheiten gehen. Echt? Okay. So, Spielende. Wir machen noch eine ganz schnelle Auswertung, bevor wir dann rübergehen zu Nadine und unseren Talk-Gästen.
Was passiert jetzt noch? Also wir können ja mal sagen, was unsere Aufgabe war. Also ich habe für jede Mehrheit in einem Hafengebiet kriege ich einen zusätzlichen Punkt. Deswegen tut mir das hier schon weh, weil das grenzt ans Wasser an, ist ein Hafengebiet und da habe ich jetzt natürlich nicht die Mehrheit. Und hier wurde mir das auch ganz schön von Hannah vermiest. Das heißt, du bekommst keinen Zusatzpunkt dafür? Für die Felder zumindest nicht. Hier habe ich eine Mehrheit, da und da. Ach so, einer ist ja auch alleine eine Mehrheit. Das heißt, du bekommst 3 Punkte jetzt durch die Karte? Oder zusätzlich. Ja, ja, genau. Also jetzt erstmal diese Karte, oder? Das heißt, du bist blau. 1, 2, 3. Meine Karte, viele Mehrheit neben einem Wald. Ich glaube, wir haben keine Siedlung, die an einen Wald grenzt. Ja. Also, deswegen ist das so. Ja, mein Ziel war Mehrheiten neben einem See zu haben. Und ich habe, glaube ich, 4, wenn ich richtig gezählt habe. 1, 2. Nee, der nicht. Der ist nicht neben. Genau. 1, 2, 3, 4. Wir hätten mehr auf dich aufpassen. Ich hätte eigentlich hier reinbauen müssen wahrscheinlich. Und dann Siedlung? Ja, genau, für jede Hütte gibt es jetzt noch einen Punkt. Rot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Das 8 plus 9 sind 17. Und wie viel hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12. Bist du bei 16? Und ich habe 3, 4, 5, 6, 7. Bin ich bei 8. So, was haben wir denn noch zu zählen? Wir haben noch unsere Siegpunktkarten zu zählen. Oder? Da kriege ich 3 Punkte. 3 bist du bei 20. Wie viel bekommst du? 5. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Bist du bei 21? Es wird knapp. Aber ich habe 8. Plus 6. Jetzt überholt Peter uns. Dann bin ich bei 22. Oh! Ach nein! Was? Aber knapp. Und das ist doch immer schön, oder? Jeder hätte Sieger, Siegerin sein können. Aber nur ich bin's. Das hätte ich nicht gedacht, weil diese Hütten und Mehrheiten echt viele Punkte geben. Und ich dachte, mit dieser Nullerkarte, muss ja gucken, ob überhaupt Hütten aufgedeckt werden neben den neben den jeweiligen Bedingungen dann eben. Ist aber nicht passiert. Aber deine Punktekarte waren dann doch gut. Ja, vielen, vielen Dank fürs Erklären, fürs Mitspielen. Fire and Stone. Keine Essen, Neuheit, sondern erscheint im November. Bei uns hat sich ein bisschen verzögert, aber in wenigen Wochen erhältlich. Dankeschön fürs Zuschauen und wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß mit unserem letzten Programmpunkt des Abends. Das ist unsere Talkrunde zum Thema Themen, Mechanismen in Brettspielen. Und durch die Talkrunde führt euch gleich die Nadine, mit der ich eben schon die Top-5-Liste durchgegangen bin. Und sie stellt euch dann auch gleich unsere Gäste für den heutigen Abend vor. Viel Spaß damit. Pegasus-Spiele. Wir machen Spaß. www.pegasus.de